jetzt auf dem Weg zum offenen Tupper-Party-Treffen. Zur offenen Tupper-Party, um genau zu sein. Ich habe jetzt vorher, war ich ganz kurz beim Hugendubel im Frankencenter in Nürnberg-Langwasser. Und ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen und dran halten. Weil ich bin ein bisschen spät dran. Und ich möchte natürlich nichts verpassen und nicht unangenehm auffallen, aber ja, wie ich das gerade schon irgendwie feststelle, sehe ich das vermutlich. Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie viel ich da filmen kann. Ich hoffe ein bisschen mehr, weil vom restlichen Tag habt ihr ja noch nicht so viel mitgekriegt heute. Und deswegen hoffe ich, kann ich da noch ein bisschen was zeigen. Fünften Tag dann dieses Buch zu schaffen, denn es kann doch gar nicht sein, dass ich in 5 Tagen dann nur von einem Buch berichten kann und das nicht mal besonders viel, denn ich vergesse ständig euch etwas zu erklären, erzählen und zu zeigen. Ja, heute ist wieder viel los gewesen, wir waren unterwegs und haben unter anderem auch ein Geburtstagskind beglückwünscht und besucht. Dementsprechend ist da einige Zeit dafür draufgegangen. Und außerdem, wie ihr ja auch gesehen habt, ich war auf einem Tupperabend. Es war eine offene Tupper-Party, die ist in Nürnberg, Langwasser hat die stattgefunden. Die ist da alle 4 Wochen. Und ja, da kann jeder kommen, wer will. Und kann da auch natürlich Sachen bestellen, Sachen ausprobieren, Dinge fragen. Und ja, war ganz nett. Ich habe natürlich, wie man sich das so denken könnte, auch was bestellt. Und was aber noch viel wichtiger ist, ich habe vorher, war ich eben beim Hugendubel und habe mir da etwas mitgenommen. Und zwar dieses gute Stück. Ja, ich bin ein Opfer von, ich weiß gar nicht, Instagram oder BookTube geworden, den anderen Kolleginnen, Kollegen, und zwar den Manga von Sherlock. Ja, ich bin auch ein absoluter Fan von der Serie und ja, deswegen ist der eingezogen und ich hoffe, den schiebe ich noch so ein bisschen dazwischen. Ich habe schon angefangen. Mir ist auch der dieser Fall, eigentlich heißt er ja ein Fall in Scharlachrot. Ein Fall in Scharlach. A Study of. Oder heißt es A Study of Pink? Da müsst ihr mich nochmal informieren, auf jeden Fall. Im Prinzip ist mir die Geschichte bekannt. Ja, ich bin trotzdem fasziniert davon, wie gut das umgesetzt oder wie gut das gestaltet ist. Ja, sehr, sehr schön. Gut, das war's dann auch vom 4. Tag und ich hoffe, es folgt noch ein relativ spannender 5. Tag. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert. Werdet ihr dann sehen. Und ja, bis morgen dann. Tschüss!